Moin moin, meine Kollegen und Kolleginnen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe wieder was zusammengeschnibbelt mit der Hilfe von meiner lieben Mutti. Die hatte nämlich diesmal keine roten Fingernägel, oder? Nee, heute noch Nee. nicht. Tatsächlich erwischt. Sie sind nicht rot. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Mama hatte vor, weiß nicht wie vielen Monaten, mal was in die Community reingestellt, dass sie mit dem Fahrrad unterwegs war. Glaube ich, oder? Ja, richtig. So, vielleicht könnt ihr euch daran ja noch erinnern. Da hatten Mama und ich nämlich Videos aufgenommen, wie wir privat unterwegs waren. Und da an der Stelle war viel Müll und das hatten wir dann halt mitgenommen, weil wir immer Tüten dabei haben, zum Glück. Das hat sich auch gelohnt an dieser Stelle. Ja, und genau, das hatte ich jetzt wiedergefunden auf dem lieben PC hier. Ja, genau, Genau. das habe ich euch jetzt hier zusammengeschnippelt. Los geht's. Guck mal, was wir gefunden haben. Das muss irgendwas vom Boot sein. Escape to Sea. So spannend, oder? Vielleicht weiß ja jemand von euch, wo das an dem Boot festgemacht ist. Dann könnt ihr uns das ja mal erzählen. Das wäre mal ganz interessant. Ja, Meter für Meter haben wir das hier. Kommen wir gar nicht hinzu, das hier zu genießen. Das da drüben ist übrigens Bremerhaven. Da ist die Nordsee. Dosenalarm. Und hier auch. Und das alles hier schön am Wattenmeer. Oh, ich wollte gerade sagen, hier ist Zigarettenpapier. Das sah übel aus. Irgendwo habe ich da vorne auch noch einen Schuh gefunden. Den versuche ich auch mal eben rauszuholen. So. Mal Leute, das ist ein Gummistiefel. Braucht noch jemand einen Gummistiefel? Größe 29. Bestimmt bei der Fahrradtour verloren. Igidigidigit. So. So, ab in den Müll. Alles hinten auf dem Fahrrad drauf gequetscht. So. Da noch ein bisschen genießen. Windig ist es auch. Ich habe leider kein Puschelmikrofon heute dabei. Ich jetzt noch ein bisschen mit. Ich hoffe, der Wind geht einigermaßen. Aber so ist das hier bei uns. Hier vorne. Übrigens. Die ganzen Vögel. Wir haben gerade Auflaufwasser. Jetzt noch eine Flasche, die anscheinend immer ganz toll vom Fahrrad wahrscheinlich fallen, ne? Und als wir dann da am Wasser lang gefahren sind, ist uns extrem aufgefallen, dass irgendwie mehr Flaschen als sonst im Wasser lagen. Und natürlich hatten wir keinen Müllgreifer dabei, weil mit dem Fahrrad unterwegs und dann Müllgreifer. War ja privat auch, Eben, ne? deswegen muss man ja nicht immer alles mit dabei haben. Und ohne Müllgreifer ist es natürlich schwer, dann so ins Wasser zu greifen. Also ist, glaube ich, auch keiner reingefallen, soweit ich mich erinnern kann. Ist Nee. also auch keiner nass geworden. Was man in der Kamera nicht sieht, also über die Kamera, sieht man nicht, dass die Wege abschüssig sind, runter zum Wasser. Es geht dann so. Die Ja. Steine, da sind ja, glaube ich, Steine gewesen. Oh, ja, da sind Steine und das sieht man da Und nicht. auch Genau. bestimmt ein bisschen veralgt und auch rutschig. Ja. Also aufpassen,
Ja, aber wie gesagt, schmeißt eure Flaschen nicht ins Wasser, wenn ihr Genau, was getrunken da habt. gehören die nicht hin, ne? Wieder mitnehmen, vor allen Dingen Ist, gerade da man am kriegt ja Deich. auch Geld wieder. Erstmal das. Und da am Deich sind ja überall Mülleimer. Eben. In, also in weiten Abständen, ganz klar. Da, wo wir jetzt auch unterwegs sind, man sieht das im Video auch. Drehe ich dann einmal, sieht man das, dann halt die Wiese hinterm Deich. Da ist er natürlich nicht jetzt unbedingt in unmittelbarer Nähe der Mülleimer, aber eben ein Stück weiter weg, ne? Eben. Und wenn man Müsste im man Fahrrad ist, dann tragen. kann man kann ja im Sommer, viele können das bestimmt mit einer Hand fahren oder die, wenn man irgendwie eine Weste anhat oder so, eben die leere Flasche in die Weste machen, hauen und dann in Mülleimer, wenn man die nicht mittragen will oder halt, man trägt ja die Flasche vorher auch irgendwo. Genau, das wollte ich gerade sagen. Man hat sie vorher ja auch dabei. Eben, und dann kann man sie da ja wieder hinmachen. Auch Taschentücher. Sie kommen ja aus der Tasche an die Nase zum Aber das ist dann ja Naseputzen. ekelhaft, den verschnodderten Scheiß dann wieder in die Tasche zu Ja, aber es ist ja eine eigene verschnodderte Scheiße. Da muss man das vorsichtig vollschnoddern. Geht machen. das? Kann man vorsichtig vollschnoddern? Ja, Bestimmt. okay. Und ja. Weiter gucken. Weiter gucken. Tja, fragt man sich, warum das so ist, ne? Flaschen, Schuhe, so, Ameisen, gleich ist die Tüte voll. Schwupp, schwupp. Jetzt hier wieder festmachen. So, damit es nicht runterfällt. Fragt ja immer, was wir unterwegs damit den Müll machen. Da ist ein Mülleimer, da kommt das jetzt rein. Und dass wir die Tüte wieder voll machen können, ne? So, da drinne ist es jetzt. Weg. Und weiter geht's. Wunderbare Idylle. Doch viel schöner ohne Müll. Was ist das? Huhuhu. Luftballons. Party. Schon von den Abschlussfeiern hier in letzter Zeit. Oder von der Hochzeit, weil es Silber ist. So, die eine Tüte haben wir ja schon weggeschmissen. Da hat man ja gerade gesehen im Video, dass wir oder dass Mama was gefunden hat mit einem Luftballon. Ich denke mal auch von der Hochzeit, so wie sie das schon im Video vermutet hat. Das ist, ich verstehe die Anlässe ja, aber dass man unbedingt jetzt Luftballons, Luftballons. ja, das ist ja, muss ja nicht unbedingt sein, weil die kommen ja irgendwo auch wieder runter. Und da fällt einem bestimmt noch irgendwie was anderes ein, was man machen kann, was nicht die Umwelt verschmutzt, Man finde lässt, ich. ja. Also klar, ich verstehe das, ist was Schönes und auch toll anzugucken, aber Mit dem Hintergrund. ich würde es trotzdem nicht machen. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie eine Silberhochzeit hätte oder was es da noch für Hochzeiten gibt, glaube ich nicht, dass es, also mein Ding wäre es nicht, sagen wir es mal so. Ja, wir sind ja auch nicht ganz fehlerfrei und sind solche Sachen ja auch schon passiert. Eben, aber Ne, aber das ist mittlerweile, wo wir es ja so viel auch wegräumen, irgendwann ist ja denkt auch man einfach genug. ganz anders drüber nach, ne? Ja, genau. Glaube ich. So. Vielleicht ist man da auch ein bisschen geprägt dann. Ja, genau. Dadurch, dass man halt direkt dann den Kram ja auch wegräumt. Ne? Also wir wollen natürlich niemanden belehren in dem Sinne. Das wolltest du nicht. Du wolltest einfach nur mal deinen Text dazu. Genau, meine eigene Meinung. So. Gehört sich so. Freie Meinungsäußerung oder so. Also ganz leise, freie Meinung. Und so, da muss man ja auch vorsichtig sein. Ja, aber wir machen weiter. Richtig. Falsches Thema für unseren Kanal. So, fast dran vorbeigefahren. Guck mal hier die schönen Wiesen. Hier vorne haben wir noch mehr. So, schon wieder was zum Meckern. Eure Essenstüten, ne?
Da hat man ja gerade gesehen, dass die liebe Mutti was vom Boden aufgehoben hat. Ich denke mal, es war so eine Essenstüte, ne? Und viele von euch oder viele von allen haben ja bestimmt Tupperboxen zu Hause. Da könnte man ja auch Essen reinmachen. Ja gut, nimmt vielleicht ein bisschen mehr Platz weg, auch wenn das leer ist, ne? Versteht man das ja schon. Ja, also passt auf euren Müll auf. Die meisten von uns kennen das ja, also auch unsere Zuschauer. Die packen ja auch, wenn sie im Kinderwagen unterwegs sind, schmeißen sie den Müll ja auch nicht nach links und rechts, sondern packen den wieder in den Kinderwagen rein. Ja, und was natürlich auch schade ist, dass man so viel Müll ist natürlich relativ, an so einem schönen Ort findet. Und also hier bei uns in der Gegend sind ja auch viele Touristen wegen dem Weltnaturerbe, dem Wattenmeer. Sowas gibt es nämlich nicht überall. Wenn die Touris dann da den Müll sehen, ist natürlich auch doof für Fotos und so. Und für die Google-Rezension ist es erst recht doof. Ja. Und genau. Es ist ein Weltnaturerbe, was wir schützen müssen. Genau. Und soll ja auch toll aussehen. Und So ist auch. bleiben. Ja, genau, soll so bleiben. Und Müll allgemein ist ja auch nicht gut für die Umwelt. So, und jetzt Schluss mit dem dummen Gelaber von mir und jetzt gehen wir auch weiter das Video gucken. Haben wir. Was ist das denn? Ein Seil, das da ist eine Muschel. Schmeißen wir mal dahin. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Vorsicht, dass wir hier nicht kaputt treten. Oh, guck mal. Eis! Eis, Eis, Eis. Plastikzeugs. Hier guckt man noch mehr Luftballons. So Kleinkram ist das. Aber das friemeln wir gleich auseinander. Da liegt auch noch was von Ü-Ei, ne? Weg damit. Noch mehr. Wenn man richtig guckt, sieht man das dann auch. Von diesen Luftballons. So, das habe ich eben ja schon. Ich habe natürlich die Tüte, toll, wie es so ist. Habe ich vorhin schon in den Mülleimer geschmissen. Da hier mache ich den Kleinkram gleich rein. Die hebe ich auch gleich wieder auf. So sind die gesammelten Werke hier. Wundert sich, warum ich gesagt habe, ich habe nur eine Tüte. Es waren natürlich mehrere, die sind schon alle voll jeweils. Also der Tag ist ja lang. Ich nehme natürlich nicht immer alles auf. Aber der Abschnitt müsste fertig sein. Bis zum nächsten Mal. Aber noch sind wir nicht ganz zu Hause. So, Mama hat ja gesagt, dass eigentlich alles sauber sein müsste. Man kann natürlich auf so einer Radtour jetzt nicht alles sauber machen. Will man ja eigentlich auch nicht, weil man will ja auch ein bisschen was von der Natur sehen. Wir, obwohl wir hier wohnen, kennen natürlich auch nicht alle Gegenden und nicht jeden einzelnen Grashalm. Und deswegen wollen wir uns natürlich auch die Natur angucken und nicht speziell nach Müll schauen, ne? Das ist ja auch eigentlich nicht unsere Aufgabe. Wir machen es uns zwar zur Aufgabe, weil es uns danach besser geht. Also wir haben Ja, wir fühlen uns danach besser. genau, War schon das gut ist ausgedrückt. einfach eine Befriedigung, sagen wir mal jetzt so. Genau. Und ich denke mal, da wird jetzt auch immer noch Müll sein, aber irgendwie. Erinnerst du dich noch, wo wir neulich am Deich spazieren waren, wo wir wieder so viele Kanister gefunden haben? Ja, Da hatten wir das auch wieder. Also das genau. Problem ist wirklich durchgehend. Es wird hier auch immer eine große Aktion gemacht, einmal im Jahr, weißt du ja, ne? Dass dann sich halt viele aus den Gemeinden treffen, einmal, also ich glaube, ein Samstag ist das dann immer einmal im Jahr. Da wird auch so viel Müll weggeräumt, aber damit ist schon viel getan, klar. Das ist ja auch bei uns, wenn wir losgehen, aber wir stellen halt immer wieder fest, also wir gehen,
Ja, regelmäßig am Deich. Und obwohl wir dann schon diese großen Wassercontainer von hier, Spritzwasser, diese Container, diese Plastikdinger, wenn wir die dann da finden, ne? Also das haben wir wirklich, also wenn wir gehen im Monat 3, 4 Mal am Deich spazieren, wenn nicht sogar öfter, je nachdem, wie man Zeit hat. Und da schleppen wir immer einmal, entweder ganz viele Wasserflaschen oder mindestens einen von diesen Containern weg. Das ist, also es ist mit einmal im Jahr ist es dann tatsächlich nicht getan. Deswegen machen wir das dann halt auch zwischendurch mit dem Verein natürlich und mit in unserer Freizeit. Und was natürlich auch toll ist, dann von den anderen Leuten, die da dann auch spazieren gehen, ist dieser Lob, ne? Man sieht richtig, dass denen das wirklich gefällt und dieses Lachen, das ist Die ja sprechen uns auch ganz oft drauf an, ne? genau. Und ja. So, das war jetzt mal ein kleineres, kürzeres Video. Ist ja auch manchmal nicht schlimm, sagen wir mal so. Ich glaube, ich bin heute mal ein bisschen mehr aus mir rausgekommen, so habe ich das Gefühl. Ein bisschen mehr rumgemeckert, so wie Vater. Ja, muss ja auch mal sein. Ich übe schon mal für die Bundeswehr. Ha? Guter Übergang, jetzt nochmal ein kleiner Einspieler Dein privaten Leben. aus meinem privaten Leben. Da geht es nämlich am 3. Januar los bei der Bundeswehr mit der Grundausbildung. Und falls ihr Lust habt, dass ich da mal von berichte, nach der Grundausbildung oder vielleicht auch währenddessen, ich komme ja am Wochenende immer nach Hause, vielleicht kann ich da ein paar Bilder machen, wenn ich das darf. Und könnte da ja vielleicht ein kleines Video drüber machen. Wenn euch das interessiert, dann Wie schreibt es es dir so doch. geht, Genau, wie es mir da. ob du Richtig. überlebst. Vielleicht habt ihr Lust, das zu sehen. Und wenn ja, dann könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja, ich würde mich freuen. So, und wenn wir schon bei Kommentaren sind. Wir haben ja ein paar Fragen hier in dem Video gehabt, die ihr vielleicht beantworten könnt. Könnt ihr mal unten in den Kommentaren diskutieren. Und wenn wir nochmal bei Kommentaren sind, da haben wir vor ein paar Wochen haben wir mal gesagt, dass ihr uns Fragen in die Kommentare schreiben sollt für ein Frage-Antwort-Video. Das ist auch schon so gut wie fertig. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr das gerne noch fragen. Dann fragt die Fragen. Dann nehmen wir das vielleicht noch mit rein, wenn die Fragen gut sind. Genau, wie gesagt, zu allem, was ihr wollt, auch private Sachen. Beantwortest du alle privaten Sachen? Eventuell. Eventuell. Ja, genau. Und das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Oder hast du da noch einen Eingrätscher? Ja, ich habe noch ein Eingerätscher nächstes Jahr. Genau, mit dem Termin nächstes Jahr. Und zwar, wissen wir noch nicht, ob es jetzt zwei oder drei Sachen sind oder zwei oder drei Termine, sagen wir mal so. Das sind nämlich unveröffentlichte Sachen, die haben noch nicht mal wir gesehen. Ja, aber genaueres dazu werden wir dann noch in die Community reinschreiben oder halt noch ein extra Video dafür machen. Soll ja eine Überraschung bleiben, ne? Genau. Und auch für uns ist es ja eine Überraschung, ne? Also vielleicht kann man sich damit jetzt schon denken, was es sein wird. Richtig. Ja, das soll es gewesen sein. Für heute. Für heute. Für heute, ja. Für heute. Okay, für heute. Guckst du mal so hinter die Kamera. Ja. Wenn ihr das sehen könntet, teilweise, wie das von hier aus aussieht. Ja, ich weiß halt nicht. Ob ich noch was zu sagen habe, meinst du? Richtig. Okay. Ich will Nein, dich ja habe ich auch nicht jetzt nicht mehr. unterbrechen, ne? Nein, Bin machst ja du nicht. auch Ich unterbreche dich auch zwischendurch. ein netter Ja, Mensch. so, nein, Quatsch, ich ärgere dich nur. Genau. Wir albern nur rum. So, das soll es gewesen sein. Adios, ciao, ciao, goodbye. Schönen Feierabend.